Hey Leute, willkommen zurück zu Outlast. Wir haben unseren Camcorder verloren und das stellt uns jetzt vor zweierlei Probleme. Nämlich, wir können nichts mehr aufnehmen, was unser Journalistenblut natürlich in Wallung bringt und unser Herz bluten lässt. Und zweitens, wir haben kein Night Vision mehr. Fuh. So, jetzt weiß ich nämlich überhaupt nicht mehr. Was? Genau, wollte ich gerade sagen, wie ich hier weitergehen soll. Das heißt, wir müssen unser Camcorder wohl erstmal suchen. Richtig schön, denn jetzt können wir wieder zurück. Was ich nicht gerade cool finde. Er ist durch dieses Loch gefallen. Und wie wir da jetzt auch immer rankommen, ich habe keine Ahnung. Vermutlich müssen wir wieder an den Machetenbrüdern vorbei, die uns dann liebend gern aufschlitzen. Aber es war natürlich so klar, dass das nicht gut geht. Denn bei diesem Spiel geht immer irgendwas schief. Und eigentlich muss man immer nur von A nach B und dann wieder von B nach A. Das suchen, das machen. Was nicht bedeutet, dass ich keine Angst habe. Was nicht bedeutet, dass ich mich nicht fürchte. Oh, wo lang denn? Ich weiß ja noch nicht mal wirklich, wo mein Camcorder hingefallen ist. Also, was tue ich hier eigentlich? Warum gehe ich hier lang? Weil es der einzige Weg ist, klar, aber irgendwas musste man sich da eigentlich dabei denken, oder? Gibt's hier was? Oh, ein Loch. Einfach mal nach unten gehen. Auch wenn da vielleicht gar nicht unser Camcorder liegt. So. Wir schauen uns mal um. Ah, oh, der könnte doch überall sein. Was ist, wenn der Land schon nur in so einen kleinen Eimer gefallen ist oder hinter einer Ecke liegt? Dann haben wir schon ein Riesenproblem. Hallo? Ist da wer? Da ist es mir zu dunkel. Oh, du Gör! Super. Super, da muss ich ja jetzt hin. Geht das auf? Nein. Da liegt was drin. Eine Batterie. Aber wir können nicht. Was sollen wir mit einer Batterie? Wir haben ja keinen Camcorder. Im Moment noch nicht. Oh, hier ist alles so dunkel. Was? Du Scheißkerl, ey. Boah. Boah, du. Bane. Ja. Es war so klar, dass das doch passiert. Aber auch wenn man drauf gefasst ist, erschrickt man sich. Aha. Du machst nichts. Du machst auch nichts. Boah, du siehst ja gut aus, mein Freund. Ich sehe nichts. Was ist das? Drücke linke Maustaste zum... Ach, schließen, hier ist eine Tür. Zum Glück kam die Meldung, ich habe die Tür nicht gesehen. Boah, das ist aber auch verflucht dunkel. Ich hoffe, man sieht überhaupt gleich was auf YouTube. Boah, ich renne hier auf jeden Fall nicht lang. Wenn man nichts sieht, hat man nicht gerade die Lust zu rennen. Nachher renne ich noch in einen Spitzenstein. Da ist was, das leuchtet blau. Rambo würde sich freuen. Oh, genau, er liegt hier mitten. Ja, nimm ihn doch. Hallo? Kannst du da nicht... Wie sagt bloß du... Da liegt doch der Camcorder. Was soll das denn jetzt? Komm ich hier... Hä, kannst du da jetzt nicht einfach drüber greifen? Willst du mich... Mach mich nicht schwach, Junge. Du kannst doch wohl darüber greifen. Nimm das Ding jetzt. Boah, ey, nee, ne? Nee, ne? Boah, ich sehe gar nichts. Wo muss ich denn dann lang? Irgendwie hier lang? Von hinten? Wahrscheinlich komme ich hier aber einfach nur wieder her. So wie ich das Spiel kenne, laufe ich die ganze Zeit nur im Kreis. Ja doch, hier kam ich her. Hey, was zum... Ey, aber warum nimmt er das nicht? Ist doch mega der Beschiss. Ey, warte mal, warte mal. Nee. Geh drüber. Hallo. Ist meine Maus nicht eingestellt? Kannst du das jetzt mal nehmen? Was ist das denn für ein Mist? Kann ich hier drunter herkrauchen? Moment, hier ist was. Nee, da kann er auch nicht drauf. Ich hatte als Rampe. Ach, hier kann man einfach vorbeigehen. Oh. Ja, das muss man erst mal sehen. Oh, zum Glück ist er nicht kaputt. Und zum Glück... Oh nein, wollte ich gerade sagen, er ist doch kaputt. Scheiße! Scheiße! Scheiße, 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 scheiße! Oh Gott! Oh nein, auch noch das! Mach doch auf! Oh, der macht die Tür nicht auf. Es wird ja immer geiler hier. Oh Gott, oh Gott! Oh, ja. Ich habe mich im Dunkeln irgendwie besser zurechtgefunden.
muss ich auf einmal zugeben. Hallo, zurück. Rückweg? Warum macht er das nicht auf? Er macht es nicht auf! Okay, dann kam ich hierher. Ja. Oh, was? Oh, ich hätte mich nicht so umdrehen sollen, so mit der Maus. Dafür gibt's ja Kunde. Mach zu. So, ein paar Sekunden gewonnen. Da lang. Mach auch zu. Und weg hier. Leute, rennt. Hier kommen Macheten, Leute. Oh mein Gott. Wohin müssen wir denn jetzt? Was ist unser Ziel? Gehen wir ins Dunkle. Nein, zugesperrt, oder? Zugesperrt. Okay, hier könnten wir uns verstecken. Nein, hier können wir uns nicht verstecken. Hier ist nichts. Was ist denn jetzt? Wohin muss ich denn? Oh, nö, ne? Oh, verdammt. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, nein. Okay, ich kam von da oben, aber... Ich kann da doch bestimmt nicht mehr hoch. Doch, er kann da hoch. Oh. Die folgen mir nicht. Die Monster hier können nicht springen. Unser Vorteil. Oh, wir haben unser Camcorder wieder. Halleluja, freue ich mich. Wir waren von unserem Baby nicht lange getrennt. Oh Mann, warum will mich alles töten? Ich habe doch nichts getan. Irgendwas möchte nicht, dass wir... recherchieren. So. Jetzt kann ich durch die dunkle Stelle... Moment. Hier lag eine Batterie. Super. Schon 6. Die dunkle Stelle am Anfang. Fragt sich nur, wo die war. Hier lang dann. Über die Betten. Über die Betten. So, ganz ruhig. Wir haben Zeit zum Verschnaufen. Die nutze ich liebend gerne. Okay, und wieder da hoch. So. Weiter geht's. Da mussten wir zum Glück nicht so viel neu machen. Boah, finde Vater Martin. Ah, und springen. Musst du jetzt eine Störung kriegen, ey. Schau mal, wo ich wäre da runtergefallen. So, hier war doch Vater Martin, oder? Aber da ist er natürlich weggegangen. Komm, sind wir hier. Oh, nee. Oh. Wow. Ganz schön morsch. Hier haben die kein Geld in die Sanierung gesteckt. Oder ist einfach nur alles abgefackelt? Gehen wir mal dahin. Und können wir da überhaupt hin? Machen wir mal. Hä? Oh. Habe ich es jetzt geschafft? Oder bin ich runtergefallen? Ich bin runtergefallen. Auf das nächsthöhere am besten. Ach, das sollten wir schaffen hier. Zack. Gut. Wir sind angekommen. Im keine Ahnung wo überhaupt. Wo lang? Können wir hier durchspringen? Nee, aber es sieht so aus, als müssten wir da lang. Dann halt woanders. Ich bin ja flexibel. Aber nur wo? Aber wo? Darunter? Nein, auch nicht. Ja, ich könnte die Batterie aufladen, mache ich jetzt aber noch nicht. Ist noch nicht so wichtig. Wieso kann er denn hier nicht lang? Verdammter Mist, spring doch einfach hier drüber. Komm. Welcher Weg soll denn sonst der richtige sein? Naja, gut. Laden wir mal auf. Schauen wir uns erst nochmal ein wenig um. Irgendwas muss doch hier sein. Durchs Fenster geht's nicht. Das wäre ja zu einfach. Dann wären wir ja schon draußen. Und hier lang? Hier vielleicht lang? Nee, es geht auch. Der Typ, der kann an nichts vorbeispringen. Eine Matratze auf dem Weg und schon sind wir gefangen. Hallo? Das gibt's doch nicht. Okay, dann halt wieder zurück. Wenn er nicht mich... Oh, das habe ich nicht gesehen? Ernsthaft? Hi, wie geht's? Only one way out. Only one way. Ja. Ich mach mal die Tür hinter dir zu, Junge. Nimm das nicht persönlich, okay? Ich habe nur keine guten... How do you know you're not a patient? Weiß ich nicht. Bitte lass mich in Ruhe. Keine Zeit zu philosophieren. Ah, hier lang. Huh. Was ruckelt hier so? Wir haben den Weg gefunden. Geil, Omatico 3000.
Und weiter? Fragt sich jetzt nur. Oh, diese Störungen gehen mir echt mal mega auf den Nerv. Fragt sich jetzt nur, was als nächstes passiert. Oh, hier sieht's schön. Ach du Scheiße. Oh nein. Das sind diese Ketten wieder. Oh nein, nicht schon wieder der Fette. Oh nein, ich hasse ihn. Er geht mir sowas von auf die Senkel. Warten wir einfach, bis er in eine Tür hier einbricht und dann nehmen wir die andere raus. Oh shit, oh. Nimmt er eine Tür? Oh shit. Und weg hier. So schnell es geht, bitte. Oh Gott. Wo lang muss ich? Oh nein. Ich bin gefangen. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Renn, 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 renn. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ist hier irgendwas? Mach die Tür zu. Oh shit. Geh da hoch. Ich muss hier irgendwo lang. Hier ist was kaputt. Da hoch. Oh Gott, ich hab's geschafft, wie auch immer. Weg. Boah, das war jetzt irgendwie mehr Glück als alles andere, aber. Oh, der macht es sich auch hier gemütlich. Oh, der macht es sich doch nicht so gemütlich, wie ich dachte. Hey Junge, das sieht echt nicht gesund aus. Zum Benutzen? Was soll ich denn benutzen? Achso, ja. Runterwerfen. Oh, es wird wieder hell. Das sieht aus wie am Anfang. Warum ist die Musik noch nicht aus? Oh, jetzt endlich. Oh, Library. Da gehe ich nicht mehr rein. Ist das die, aus der wir kamen? Nee, es wird wahrscheinlich mehrere geben. Schauen wir uns mal um. Irgendwas müssen wir finden. Ich bin ein Abenteurer. Irgendwas Gutes ist doch hier. Ich bin doch hier nicht umsonst gegangen. Aha. Ein Dokument. Herr Lona und Dr. Med Rogge. Ich verfüge über wichtige Neuigkeiten hinsichtlich der Arbeit von Dr. Rudolf Wernicke an der Entwicklung des morphogenetischen Antriebs, basierend auf den Theorien, die während seines kurzen, jedoch unglücklichen Umgangs mit A. Turing entstanden sind. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, würde ich nicht glauben, dass es geschehen ist. Aber über das Versprechen der Zellregeneration und der geleiteten Karzinomgenerierung hinaus bin ich davon überzeugt, dass Wernicke mit seiner Methode in die Geisterwelt vorgestoßen ist. Shito! Von der anderen Seite ist etwas herübergekommen. Ich habe persönlich eine Erscheinung wahrgenommen, nur kurz, aber ohne Zweifel. Ich auch, mein Freund. Leiten Sie meine Nachricht mit einer Einladung zu weiteren Experimenten an Dietrich Eckhardt weiter. Ich zweifle nicht daran, dass die... Moment, dass die... dass die Führung selbst über unsere Entdeckung informiert werden sollte. Ich bin überzeugt, dass Dr. Wernickes Erfolg unsere Sache in und Deutschland eine große Möglichkeit bietet und es genügend Gründe gibt, ihn von jeglicher Verfolgung fernzuhalten. Mit freundlichen Grüßen auch an ihre Familie. Unterschrift unleserlich. Ja, ja, die Geisterwelt. Die Anderswelt. Vincent Raven wäre stolz auf Dr. Wernicke. So. Das war's dann hier. Aber das hier auch paranormale Aktivitäten und nicht nur Oh, Psychos sind weit klar. Kino. Ich hab's verstanden. Wer ist das? Hört sich an wie Traeger. Yes, coming. I'm coming. Ey, bitte, das war aber nicht Traeger, oder? Wer war das? Wer hat da gesprochen? Okay, wir müssen ins Kino und uns den Film ansehen. Das hier ist doch am Anfang gewesen. Okay. Vor Fluren habe ich nicht so viel Schiss. Nur bei Resident Evil habe ich auch vor hellen Fluren Schiss. Oh, eine schöne Melodie. Das bedeutet, gleich kommen wieder die Psychos an. Ich weiß genau, was klassische Musik in solchen Filmen bedeutet. Das hört sich an, als würde irgendwo Gas ausströmen.
Nicht cool. Was haben wir hier? Ein Radio? Hier leuchtete was? Verstecken? Hier ist nur was zu verstecken. Exit! Oh, dieses Wort Exit. Okay, kann man sich verstecken, aber... Und hoch. Das hätte ich mal wieder fast übersehen. Meine Güte. Ich muss mal gucken, dass ich die Zeit im Auge behalte. Ich hoffe, dass es in den nächsten 5 Minuten speichert. Okay, hier könnte ich rüber. Muss ich auch. Ganz vorsichtig, junger Freund. Gerade bei solchen Balancierungsakten könnte uns etwas Erschreckendes ins Verderben treiben. Wofür waren die Schränke zum Verstecken da? Vielleicht für später noch. Kamera! Du spielst. Filmen wir den mal. Spiel weiter, lass dich nicht von mir stören. Mach ich weiter. Oh nein, ne? Mach bitte weiter. Ich mag es nicht, wenn du mich ansiehst und dann irgendwo anders hingehst. Okay, was haben wir hier? Können wir hier was machen? Hier müssen wir bestimmt... Ah, gleich wieder schalte den Stromkasten 1 an und den Generator 2. Wir sollten die Batterien austauschen, ja. Oh Gott, da ist doch was. Nee, das ist nichts. Das sieht doch fast schon aus wie ein Kino. Fast. Ja doch, hier ist der Kino. Wir müssen einen Film anmachen. Gefällt dir der? Boah. Okay, setzen wir uns mal. Nee, geht nicht. Oh Gott. Okay, ich schau mir den Film aber an. Geht's noch weiter? Anscheinend nicht. Okay, leider nichts Neues. Gehört, wir müssen hier hinter das Licht, vielleicht auch hinter den Projektor. Aber war schön, mal wieder ins Kino zu gehen. Die überhöhten Preise und jetzt mal umsonst. Ein kleines Filmchen, das man umsonst hören kann. Freut einen doch auch immer wieder. Gott, die Tür... Warte mal, kann denn die andere Tür aufgehen? Vermutlich nicht, oder? Holen wir das mal? Nee. Oh my Lord. Machen wir die Tür zu? Machen wir die erstmal zu. So. Schon ein wenig ruhiger auch. Eine Blutspur. Super. Kann man nichts... Okay, da gucke ich rein. Kann ich nicht. Kann ich nicht öffnen. Okay, wir finden Wernicke. Mach dir keine Hoffnung, junger Freund. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Oh, was zu lesen. Super. Lalalalalala. Fleischfressende Bakterien? Wasch dir schön regelmäßig die Hände. Zwinker-Smiley. Am 19. September um 4.19 Uhr. Grant schrieb, nekrotisierende Fasziitis? Wirklich? Verdammt, ich kündige.
Okay, das wäre nicht der triftigste Grund, aus dem ich hier kündigen würde. Aber jeder hat irgendwelche Prinzipien. Irgendwas, was ihn mehr stört als andere Sachen. Oh, Misto. Wie sieht's mal langsam mit dem Speicherpunkt aus, Outlast? Herr Outlast. Was denken Sie sich dabei, so lange keinen Speicherpunkt zu bringen? Das finde ich nicht okay. Batterie. Hey, ich will aber trotzdem rein. Wie, jetzt kann ich da nicht rein? Ist der da noch? Wo ist der hin? Mein Gott. Immer diese Jumpscares, aber... Hä? Was ist nun hier los? Oh, fuck. Okay, der macht mir jetzt wahrscheinlich die Tür auf. Aha, aha. Ab geht's. Ab geht die Post. Ich sollte sehen, wo ich hinlaufe schon. Geht's denn überhaupt? Wo lang geht's denn hier jetzt? Kann der um die Ecken gehen? Ja, gut. Oh, gleich ist meine Batterie wieder leer. Shit. Aha. Und nu? Ins Fenster springen oder an das Geländer? Gut. Zum Glück hält das Geländer stand. Schlüssel. Und gespeichert. Super. Damit, Leute, kann ich mich endlich von diesem Part, für diesen Part verabschieden. Über Bewertung würde ich mich super freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Haut rein.